Hallo Matthias, hallo Herr Wacker. Wir machen ja heute das Interview und ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen. Wie stehen Sie zu Bluttests bei Menschen mit Trisomie 21? Sie persönlich, du persönlich und die SPD insgesamt? Also wir können uns duzen, ja. Das finde ich immer netter. Also, dass du gleich mit der schwierigsten Frage anfängst, das finde ich ja gemein. Aber das ist natürlich so etwas... So bin ich. Das ist etwas, was uns sehr bewegt. Und es ist aller Voraussicht nach auch eine Frage, wo die Abstimmung im Bundestag freigegeben wird. Das ist etwas, was so recht selten passiert, weil jeder dann eine sehr individuelle Meinung zu hat. Und die SPD oder die CDU oder die Grünen da eben keine harte Parteimeinung zu haben, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das sieht. Meine Meinung dazu ist, ich glaube, man wird diese Bluttests, man kann das nicht verbieten, man kann das nicht verhindern, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass der Staat so etwas finanziert. Denn das heißt natürlich schon auch ein bisschen, dass also man muss es ja ganz klar sagen, die Eltern, die diesen Bluttest machen, haben dann die Entscheidung, ob sie das Kind abtreiben oder nicht. Und das ist natürlich eine ganz gravierende Entscheidung. Und wir hatten gerade auf dem dem parlamentarischen Abend der Lebenshilfe war das eine Frau, die auch diese Entscheidung getroffen hat und die gesagt hat, ich möchte das Kind bekommen. Und das hat alle sehr bewegt. Und was mich sehr bewegt hat, war, das ist ein Erlebnis, das ist mir auf einer Autobahnraststätte passiert. Da war so ein kleines Kind, das hatte Trisomie 21 und das hatte ein T-Shirt an und da stand drauf, wie schön, dass es mich gibt. Und das ist mir, das ist so, ne, da ging es so ganz unvorbereitet, ist das so richtig ins Herz gegangen. Und ich sagte, das ist richtig, man darf das nicht, man darf das ja nicht abtreiben, solche Kinder. Aber die Debatte geht nicht darum, dann Abtreibungsverbot herzustellen, sondern die Debatte geht derzeit darum, zahlen die Krankenkassen diese Tests oder nicht? Und da bin ich ganz klar dagegen. Das wäre ein fatales Zeichen, auch in Richtung Menschenbehinderung, ne? Genau. Ja. Und unsere Geschichte auch deswegen wäre es ein fatales Zeichen, dass es auch in den Leistungskatalog der Krankenkassen eingepflegt wird. Genau. Oder eingeführt. Ja. Ja. Ja, das finde ich auch. Das hat Ulla Schmidt ja auch nochmal in der Tat deutlich gemacht. Auch diesen, wie ich finde, wie du jetzt völlig zu Recht gesagt hast, wenn wir uns unsere Geschichte angucken und das ganze Thema Euthanasie, ne, dann muss man sich schon sehr, sehr genau überlegen, was man gerade als Deutscher in dem Bereich macht. Also ich sehe das genauso, sehe das sehr eng. Und jetzt die zweite schöne Frage, was bringt die Inklusion, wenn die anderen in der Schule zusammen, ist trotzdem noch Werkstätten für Menschen mit Behinderung gibt und da quasi keine Inklusion stattfindet. Ja, das ist schon, also das würde ich so nicht unterschreiben wollen, dass in Werkstätten für Menschen mit Behinderung keine Inklusion stattfindet. Also man muss schon mal sehen, dass Menschen, die eine geistige Behinderung haben, häufig nicht die Arbeitskraft erbringen können, aufgrund ihrer Behinderung, die andere Menschen erbringen und die dann im Grunde auch nicht das erwirtschaften, was, ich sag mal, ein Mindestlohn erwirtschaften, der derzeit bei 9,90 € liegt. Darum gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Leute zu unterstützen. Vom Integrationsamt wird das gemacht im ersten Arbeitsmarkt, aber es gibt eben auch Menschen, die sind nicht in der Lage, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aber dennoch sollten natürlich diese Menschen schon auch teilhaben am allgemeinen Arbeitsmarkt. Und ich finde das, was die Werkstätten mit den Außenarbeitsgruppen machen, eigentlich total super. Ich finde, da weiß man ja auch häufig gar nicht, wer ist jetzt eigentlich aus der Werkstatt und wer ist der reguläre Arbeitnehmer. Und es gibt ja diese Übergangsmodelle. Einerseits die Außenarbeitsgruppen, dann gibt es die Inklusionsbetriebe, wo Menschen mit Behinderung arbeiten, die eben auch noch nicht allgemeiner Arbeitsmarkt sind. So, aber es gibt, glaube ich, auch Menschen, die sind für beides nicht geeignet. Und da finde ich es dann ganz okay, wenn die auch weiter in Werkstätten arbeiten.
klar, im kleinen Abschaffen im, von Werkstätten wäre auch eine Katastrophe. Genau. Finde ich genauso. Ich, im Kapmarkt ist es ein Lebensmittelmarkt, wo Menschen mit Behinderung arbeiten, wird von den Elbe-Werkstätten betrieben und ich fühle mich im Kapmarkt und in den Elbe-Werkstätten, wo ich auch. Du bist in der Elbe-Werkstätten? Ja, ich bin in den. Und wo? Im Kapmarkt. Es ist ein Lebensmittelmarkt, wo Menschen mit. In Alster City waren wir. In Alster City, genau, ja. Bei dem großen Hochhaus, ne? Das drittwichtigste Bürogebäude von. Sehr gut. Den wusste ich auch. Das musst du mal gesagt werden. Ja. Aber, ja. Und warum sind akustische Signale an den Ampeln für Menschen mit Seherschwung und die blind sind, nicht europaweit Pflicht? Warum die europaweit Pflicht sind, weiß ich nicht. Ich weiß, wie es warum sie in Deutschland. Also in Deutschland ist es ja so, dass alle neuen müssen das haben. Aber alle alten erstmal nicht. Das heißt, das dauert wahrscheinlich noch irgendwie 50 Jahre, bis alle Ampeln ausgewechselt sind. Also das ist jetzt der Hintergrund. Warum das europaweit nicht Pflicht ist. Na, wir sehen natürlich, dass Europa schon. Die Leute sagen ja, Europa regelt zu viel und jedes Land muss seine eigenen Sachen machen. Ich finde das super, wenn das europaweit Pflicht wäre. Aber ich glaube, dass manche Länder haben die nicht, die haben aber andere gute Sachen. Und wir haben die und wir haben dafür andere gewisse schöne Dinge nicht. Okay. Schöne Dinge, dass diese Signale sind lebensnotwendig für Menschen mit Seherschwung und Blindheit. Oh. Ja, aber früher gab es keine Pflicht, einen Anschnallgurt zu machen. Ne? Kann man auch sagen. Also klar, es sind ganz viele Sachen lebensnotwendig, aber sie setzen sich trotzdem erst sukzessive um. Wenn man die nachrüsten würde, das kostet richtig viel Geld. Alles was Neues wird jetzt so gemacht und das ist natürlich ganz häufig so, wenn ich Dinge barrierefrei mache und ich mache das im Nachhinein, kostet ein Heidengeld. Und wenn ich es, also ich sag mal, Fahrstühle zum Beispiel, ne? Wenn ich einen Fahrstuhl irgendwo einbaue, das kostet zwar Geld, wenn ich es neu baue, aber es hält sich in Grenzen. Aber wenn ich es nachträglich mache, im Hamburger Rathaus, dieser Fahrstuhl, der da ist, ne? Der hat Unsummen gekostet, wenn man ihn früher geplant hätte, ich glaube, wann ist das Rathaus gebaut worden? 1897 sowas? Ja. Wäre, ich weiß nicht, ob es da schon Fahrstühle gab, aber ich glaube ja, aber es wäre bestimmt billiger gewesen, das zu machen. Diese alten Paternoster gab es da. Ja, gab's aber das Rathaus wird ja ab 2020 sowieso barrierefrei, glaube ich. Aber das ist richtig aufwendig, das zu machen. Ne? Also der Punkt ist, wenn du es im Nachhinein machst, oder ich war neulich in der Einkaufszone Hamburger Straße. Da habe ich mal gearbeitet. Und da ist eine Rolltreppe und davor sind drei Stufen. Da sagst du, der Architekt, der sowas gemacht hat, der muss auch plemplem gewesen sein. Ne? Also das ist auch völlig irre. Ja, stimmt. Und warum ist der Behindertenausweis nur in Deutschland gültig und nicht in der EU? Also der Behindertenausweis ist ja jetzt auf Scheckkartenformat verändert worden und das hat, glaube ich, 8 Jahre gedauert. Es war ein irrsinnig langer Vorlauf, also so etwas zu machen, ich meine, das sind ja auch, wie viel Schwerbehinder gibt es in Deutschland, ich glaube so um die 8 Millionen, das kostet richtig viel Geld, das zu machen, das ist relativ aufwendig. Es gibt ja diese Disability Card auf Europaebene. Was ist das? Disability ist ein englisches Wort und heißt im Grunde Schwerbehinder. Ja. Ne? Und die ist aber noch nicht von allen Ländern anerkannt, das ist wohl so. Und ich finde, die Frage ist völlig berechtigt. Ich würde sie gerne mit beantworten mit, das kommt jetzt. Aber leider kann ich das nicht, weil es jetzt nicht kommt, aber wir arbeiten dran. Ja, schön. Ab wann darf man überhaupt in Deutschland wählen? Ab wann? Ja. Unterschiedlich.
man kann für die Kommunalwahl in Deutschland, also in Hamburg ist, glaube ich, ja, für die Bürgerschaft kann ich ab 16 wählen. Mhm. Und für den Bundestag kann ich ab 18 wählen und fürs Europaparlament kann ich auch ab 18 wählen. Und da ist aber jetzt natürlich, oder ist das noch die nächste Frage mit dem Wahlrechtsausschluss? Was bringt es, sich an den Europawahlen zu beteiligen, wenn Brüssel und Straßburg so weit weg ist? Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, wie weit ist Brüssel eigentlich weit weg, aber das stimmt, es ist weiter weg als Berlin, aber für viele Gegenden in Deutschland ist Brüssel dichter als Berlin, zum Beispiel für unsere Spitzenkandidatin Katharina Barley, die kommt aus Trier, und da ist das für die ist nach Berlin zu fahren eine halbe Weltreise, und nach Brüssel ist es relativ dicht, aber ich habe das jetzt eben auch politisch verstanden, ne? Es ist politisch weit weg. Ja, das kommt einem manchmal so vor. Aber in Zeiten der großen Mobilität und jeder steigt in Schnellzüge, werden die Entfernungen immer kleiner. Und dass Europa so wichtig ist, das merkt man eigentlich immer erst, wenn man es verliert. Und das merken wir jetzt natürlich ganz besonders in England, in dieser furchtbaren Diskussion um den Brexit, die sich dort abspielt. Da hast du doch den Eindruck, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Die haben erstmal entschieden, dass sie raus wollen, aber hatten überhaupt keinen Plan, was danach passieren soll. Und vor allen Dingen merken sie jetzt, wie viele Vorteile Europa hat. Die Grundfreiheiten, die Reisefreiheit, die Niederlassungsfreiheit und all diese Dinge. Und ich glaube, und der wichtigste Grund ist, und das hast du vorhin angesprochen mit der Geschichte Deutschlands, bevor dem Zweiten Weltkrieg, wurde Europa immer in Abständen von 20, 30 Jahren durch große Kriege überzogen. Und wir haben seit 1949, seit 1945, haben wir Frieden in Europa. Und das liegt in meinen Augen zu einem ganz, ganz großen Teil an der Europäischen Union, dass wir uns grundsätzlich friedlich über Dinge, über Probleme verständigen. Und ich finde auch in dem Zusammenhang ist ganz wichtig, dass gerade junge Menschen oder auch Menschen mit Behinderung viele Austausche machen in andere Länder. Weil erstens macht das Spaß und zweitens lernt man, dass die Sicht von Menschen in anderen Ländern häufig auch eine ganz einleuchtende ist. Und Reisen bildet, das ist einfach so. Und ich, wenn ich das auch am Ende sagen darf, war als Schüler einmal ein Jahr in den USA. Im Schüleraustausch. Und seitdem liebe ich die USA. Ich finde die Politik ganz furchtbar, die der Trump da macht, ne? Aber die Menschen sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Und ich glaube, dass das Wichtigste, was man machen kann, ist, man muss sie einfach kennenlernen. Dankeschön. So, Achso, ich wollte noch eine Sache sagen, vielleicht zum Wahlrecht, wenn das nicht noch gefragt wird. Also, wir hatten die Situation, bis praktisch letzte Woche, dass Menschen, die unter Vollbetreuung standen, und das waren eben ganz viele Menschen, die in Werkstätten gearbeitet haben, kein Wahlrecht hatten. Das ist denen nach Bundeswahlgesetz aberkannt worden. Das fanden wir Sozialdemokraten eigentlich immer falsch. 85.000, genau. Wir fanden das immer falsch und haben deswegen mit der CDU hart gerungen und das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir das aufheben wollen. Ja. Und dann hat es eine Auseinandersetzung gegeben mit der CDU und die wollte das in Wahrheit dann erstmal nicht. Und jetzt hat es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben, dass das rechtswidrig ist. Da muss man wirklich sagen, dass ganz häufig dass die Gerichte die großen Freunde der Menschen mit Behinderung sind, die Rechte dort praktisch zubilligen. Und jetzt haben wir einen Beschluss gefasst, dass sämtliche Gesetze so geändert werden, dass Menschen mit Behinderung, Trisomie 21, also die unter Vollbetreuung stehen, künftig wählen dürfen. Leider noch nicht zur Europawahl. Da haben einige Parteien jetzt nochmal Klage erhoben. Muss man mal sehen, ob das durchgeht. Da gilt der Satz, auf hoher See und vor Gericht weißt du nie, bis in Gottes Hand, weißt du nie, was so rauskommt. Ne? Das hoffen wir, dass es bis zur Europawahl geht, aber gut Ding will Weile haben. Sehr richtig, sehr richtig. Wie können sich Menschen mit Behinderung aktiv in der Politik
beteiligen und wie viel Prozent ihrer Mitglieder haben eine Behinderung und die Users mit eingeschlossen. Ja. Das kann ich dir nicht sagen, okay. weil wir führen da ja, wenn du in die SPD eintrittst, musst du ja nicht sagen, ob du behindert bist. Aber man muss sicherlich unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Behinderungen. Ich habe ja mal die Arbeitsgemeinschaft selbst aktiv in der SPD gegründet für Menschen mit Behinderung. Das war, als ich damals das Versorgungsamt geleitet habe und das Versorgungsamt stellt ja immer den Behinderungsgrad fest. Und da habe ich festgestellt, dass natürlich Menschen mit psychischer Behinderung ganz andere Probleme haben als Menschen mit geistiger Behinderung. Und die haben wiederum ganz andere Probleme als Menschen mit Körperbehinderung. Und Gehörlose haben wiederum andere Probleme als Blinde. Also das ist sehr unterschiedlich. Bei den Körperbehinderten ist es meistens so, das weißt du auch gar nicht, ob die behindert sind. Weil dass einer im Rollstuhl sitzt, das sind ja die wenigsten von den Körperbehinderten. Ne? Also wenn einer blind oder gehörlos ist, das merkt man schon. Aber so die anderen Behinderungen, Diabetes und so, das merkt man eigentlich nicht. Aber gerade als Vorsitzender der Hamburger Lebenshilfe habe ich natürlich auch den Anspruch, dass gerade Menschen mit geistiger Behinderung aktiv werden. Und wir haben in der Lebenshilfe einen Grundsatz, dass eigentlich möglichst alle Gremien mit sogenannten Selbstvertretern besetzt werden sollen. Ne? Das wäre doch mal was. Also wir suchen noch jemanden. Ja, das ist ja. Halt. Und Grüner haben wir noch gar nicht hier, das muss man mal sagen. Ne? Nee, wir sind so ziellastig zurzeit. Ja, den Namen könnten wir mal aufmischen. Das hier noch nicht gleich. Ja, wenn man gleich schon zu Anfang die unbequemsten Fragen gestellt bekommt, ja, genau, dann weiß man ja gar nie. Und wie bist du eigentlich in die Politik gekommen? In die Politik? Ach, ich habe mich immer für Politik interessiert und bin aber... und ich hab dann in der Behörde gearbeitet und dann fand ich immer, wer in der Behörde arbeitet, der darf nicht hauptamtlich in Politik gehen. Das ist ja möglich, du kannst in die Bürgerschaft gehen, aber ich finde das nicht in Ordnung, weil entweder du bist Politiker oder du bist Behördenmitarbeiter, aber beides sollte man nicht miteinander mischen. Ja, weil natürlich im Landesparlament ist es so, das Landesparlament kontrolliert die Verwaltung. Und wenn du morgens in der Verwaltung arbeitest und abends im Landesparlament sitzt, schreibst du abends die kleinen Anfragen, die du morgens beantwortest. Das ist also, man spricht davon, wir haben eine Gewaltenteilung. Wir haben drei Gewalten. Die erste Gewalt ist die Gesetzgebung, die zweite Gewalt ist die Verwaltung und die dritte Gewalt sind die Gerichte. Und wenn du Gesetzgebung und Verwaltung, wenn du das beides machst, dann vermischst du etwas. Das sollte man nicht tun. Das finde ich nicht gut. Manche machen das, aber es ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Nie irgendwelche Ambitionen gehabt, in den Bundestag zu kommen, weil Altona hatte den besten Bundestagsabgeordneten, den man sich vorstellen kann. Wer war das? Olaf Scholz. Olaf Scholz war 10 Jahre für Altona im Bundestag und ich fand das super. Aber als der dann Bürgermeister wurde, wurde der Wahlkreis ja frei. Und dann haben viele zu mir gesagt, Matthias, du hast doch zu allem eine Meinung, mach du das doch. Ne? Und dann habe ich das erstmal weit von mir gewiesen, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr fand ich, das könnte man machen. Und es war, fand ich, die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Aber es war ein harter Kampf, weil der Wahlkreis Altona ist immer hart im Kampf. Da wollen ganz viele dieses Direktmandat bekommen. Und im letzten Wahlkampf waren das für die CDU Markus Weinberg. Der ist jetzt gerade zum Bürgermeisterkandidaten der CDU benannt worden. Für die FDP Katja Suding. Und für die Grünen war das letzte Mal Felix Demirel. Vorher war es Anlis Tjax. Und das sind immer schon sehr prominente Leute, die hier kandidieren. Und das ist auch eine hohe Ehre, diesen Wahlkreis gewonnen zu haben. Und er ist immer hart im Kämpfen. Also es ist immer nicht einfach. Ja. Und was möchtest du nach der Wahl verändern in Altona? Also ich will im Grunde zwei große und eine nicht ganz so große Sache. Die große Sache ist, die größte Sache ist, die ich machen möchte, ist, dass ich mich dafür einsetze, dass ein Recht auf Arbeit kommt. Dass jeder Mensch, insbesondere wenn er, also vor allem jeder Arbeitslose, der Langzeitarbeitslose ist, dass der das Recht hat, eine Arbeitsstelle zu finden und dass der Staat ihm dabei hilft und auch dafür sorgt. Und wenn er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keine Arbeitsstelle findet, dann
setze ich mich dafür ein, dass der Staat Arbeitsplätze schafft in dem Bereich. Wir haben eine Vorstufe dazu jetzt schon gemacht, das nennt sich sozialer Arbeitsmarkt. Da wollen wir 150.000 Stellen schaffen, in denen Langzeitarbeitslose arbeiten. Und das ist der erste Schritt. Also Recht auf Arbeit ist das Erste. Das Zweite ist, ich möchte, dass der Mindestlohn angehoben wird auf 12 Euro. Auf die andere Frage, Menschen mit Behinderungen sehen ja auch im oft arbeitslos und greift der soziale Arbeitsmarkt da auch. Ja, aber es kommt schon ein bisschen auf die Behinderung an. Da muss man sagen, wenn Menschen in der Werkstatt arbeiten, eher nicht. Ne? Weil das ist ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis, so heißt das im Rechtsdeutsch. Und das sind keine Arbeitnehmer. Aber wenn jemand behindert ist, trotzdem auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten kann, dann gilt das auch für den, dann finde ich. Und das ist sogar so, dass wir haben jetzt in den sozialen Arbeitsmarkt reingeschrieben, das ist die Zielgruppe, die ganz besonders gefördert werden soll. Da haben wir, das ist besonders wichtig, weil Menschen mit Behinderung, ich glaube, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du arbeitslos bist als Mensch mit Behinderung, ist doppelt so hoch, als wenn du nicht behindert bist. Und das haben wir gesagt, das muss ausgeglichen werden. Darum wollen wir da etwas bewegen. Also das ist dieses Recht auf Arbeit ist das erste. Das zweite ist der Mindestlohn, den auf 12 Euro zu erheben. Der erste Sozialdemokrat, der das gefordert hat, war übrigens Olaf Scholz, der jetzt Finanzminister, der gesagt hat, du musst, wenn du dein Leben lang Mindestlohn gekriegt hast, musst du am Ende eine Rente kriegen, die höher ist als die Grundsicherung. Und das kriegst du, das hat er ausgerechnet, ich glaube 12 Euro noch ein paar Zerquetsche ist das. Deswegen glaube ich, dass wir den Mindestlohn anheben müssen von 9,19 Euro ist er jetzt auf 12 Euro. Was allerdings, also wir haben ja, als wir den Mindestlohn eingeführt haben, haben wir unheimlich viel Widerstand gekriegt. Und der dritte Punkt ist, das ist etwas, was ich in vielen Diskussionen mit Schwerbehindertenvertretungen mitbekommen habe. Wir haben, als wir das Bundesteilhabegesetz eingeführt haben, haben wir für die Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen eine Regel eingeführt, wonach, wenn ich eine Kündigung ausspreche gegenüber einem Schwerbehinderten, muss vorher die Schwerbehindertenvertretung angehört werden. Das war gut, das war eine gute Regelung. Aber wir wollten eigentlich noch mehr. Wir wollten, dass auch wenn eine Abmahnung ausgesprochen wird, wenn ein Arbeitnehmer eine Abmahnung kriegt, dass dann auch die Schwerbehindertenvertretung angehört wird. Weil, wenn eine Kündigung ausgesprochen wird, ist meist schon alles zu Ende. Dann haben sie sich schon so zerlegt, dass dann nichts mehr funktioniert. Aber wenn eine Abmahnung ausgesprochen wird, dann führt das dazu und die Schwerbehindertenvertretung wird angesprochen, dann setzt man sich mal zusammen und guckt, wo ist ja das Problem und kriegen wir das wieder hin und so. Und dann sind die Fronten noch nicht so behärtet. Das möchte ich einführen, weil ich möchte natürlich, dass Menschen mit Behinderung, erstens, wenn sie arbeitslos sind, eine Arbeit bekommen, aber wenn sie die Arbeit haben, dann sollen sie es auch behalten und nicht gleich wieder rausfliegen. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Das ist schon. Das sind die drei Punkte. Ne? Also Recht auf Arbeit, was war das zweite? Also die Schwerbehindertenvertretung mit einbeziehen und das dritte 12 Euro. Ja, das ist, ja. Hört sich an. Ja, jetzt sind meine Fragen beendet. Ich bedanke mich für das Interview. Ja, gerne. Interview.